Mein Name ist Andi Baumann. Ich bin hier im Auftrag der Firma M&M Hire AG aus Schönwerth und zuständig für Systemdesign und Systembetreuung. Mein Name ist Dani Niedermann, ebenfalls für M&M Hire. Ich habe das zusammen mit Andi geplant auch und bin eher zuständig für die ganze Netzwerk- und Kommunikationsabteilung. Also das System besteht aus drei Hauptkomponenten. Es besteht zum einen aus einem Line-Array-System, das links-rechts hinter der Bühne montiert ist. Mit diesem System wird das Publikum versorgt, was Orchester angeht. Das heißt, die ganze Orchesterverstärkung läuft über dieses System. Dann gibt es ein zweites System, bestehend aus einzelnen Lautsprechern, die am Rande der Bühnenkante und als Delay-Positionen im Publikum montiert sind. Mit diesem System werden die Sänger verstärkt ins Publikum. Und dann gibt es ein drittes System, das im Prinzip mit dem ersten System zusammenhängt. Und zwar geht es darum, um die Tribüne herum mit Lautsprechern einen künstlichen Raum zu generieren, so dass man als Zuhörer das Gefühl hat, man befinde sich in einem Konzertsaal und nicht auf einer freien Wiese. Grundsätzlich besteht die Problematik bei so einem breiten Bühnenbild, dass der Zuhörer den Sänger möglichst von dem Punkt hören möchte, wo er ihn auch sieht. Das heißt, wenn man das mit einem Links-Rechts-System zum Beispiel realisieren zu versucht, dann ist es für die Leute, die in der Mitte sitzen, durchaus denkbar, dass es funktioniert, zum Beispiel mit einem Panning. Für Leute, die aber eher seitlich an der Tribüne sitzen, wird es dann extrem schwierig. Eigentlich geht es hier darum, möglichst einen Eindruck zu erzielen, dass der Zuhörer, der sich vielleicht mit der Technik nicht so beschäftigt, gar nicht prinzipiell das Gefühl hat, dass er verstärkt ist, sondern dass er einfach optimale Verständlichkeit und optimalen Klangwiedergabe hat. Und um das zu realisieren, kommt dieses Timax-System zum Einsatz. Bei diesem System geht es ganz grob gesagt um das, dass man die Zuhörertribüne in diverse Zonen einteilt. Also man geht davon aus, die Tribüne in dem Fall in 8 respektive in 6 Zonen zu unterteilen, und jede Zone wird grundsätzlich über ein Stereosystem versorgt. Das heißt, die Lautsprecherbreite ist dann in dem Fall viel, viel kleiner. Und je nachdem, wo sich der Sänger befindet, werden auf diesem Stereosystem andere Pegel und andere Laufzeiten gefahren. Also das heißt, je nachdem, wo der Sänger sich aufhält oder befindet auf der Bühne, kommt das Signal eher vom linken oder eher vom rechten Lautsprecher und entsprechend auch verzögert. Also man nimmt immer den Sänger als Originalquelle, und im Falle einer Oper ist das eigentlich kein Problem. Die Sänger sind grundsätzlich schon laut genug, dass man sie eigentlich hört, und richtig verzögert und richtig vom Level abgestimmt bekommt man dann effektiv den Eindruck, dass er aus der Position singt, wo er auch effektiv steht. Weil das per Hand zu fahren extrem schwierig wäre, kommt bei diesem Timax-System ein sogenanntes Tracking-System zum Einsatz. Das bedeutet, jeder Schauspieler trägt so ein kleines Kästchen, das ist ungefähr 5x5 cm groß, in der Hosentasche. Und über ein Sensorsystem, das rund um die Bühne aufgebaut ist, gibt es einen Computer, der die exakte Position des Schauspielers respektive des Sängers ermittelt und dem Timax dann entsprechend die Informationen übergibt, wo sich der entsprechende Sänger aufhält. Und gemäß dieser Position wird dann das Delay und Level Setup auf den einzelnen Lautsprechern angepasst. Bei einem Theater gibt es einen klassischen Inspizienten und meist auch eine klassische Inspizientenanlage. Und die Schauspieler, das Ensemble wie auch das Orchester, die sind sich gewohnt daran, in diesem, ich sage jetzt, geschützten Rahmen zu arbeiten. Da wir uns jetzt hier im freien Feld bewegen, ist es natürlich auch so, dass wir diese Rahmenbedingungen irgendwie zur Verfügung stellen müssen. Und deshalb haben wir ein relativ, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, komplexeres Kommunikationssystem aufgebaut, basierend auf einer Riedel Artist 64 Matrix. Gleichzeitig haben wir auch die Aufgabe, einen gewissen Funktionsumfang vom Mithören zu realisieren. Es gibt ganz viele Gewerke hier, wie die Stadthysterie, die Bühnentechnik,
Technik, die Ausstattung, die sich im ganzen Bereich der Bühne bewegen und ebenfalls hören müssen, wo wir stehen. Und das realisieren wir über einen ganz normalen Radiosender. Wir haben hier in der Schweiz eine Frequenz gemietet für diesen Zeitraum und können das mit ganz handelsüblichen Radiogeräten lösen, indem wir überall auf dem Platz, egal ob drinnen oder draußen, wir einfach Radios aufbauen, da wo gerade was mitgehört werden muss.